Hallihallo, Stardew Valley geht weiter. Ja, nach unserer Eskapade in der letzten Aufnahmesession, also Ende der letzten Aufnahmesession, da bin ich zum zweiten Mal in der Mine abgekratzt. Jetzt hoffe ich mal, dass der gute Marlon mir hier im Briefkasten mein Schwert hinterlegt hat, sonst habe ich Probleme. Schauen wir mal rein. Aha, Horst Manfred. Habe deinen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei beim nächsten Mal vorsichtiger, gezeichnet Marlon. Vielen Dank, du bist der Beste, den es gibt. Ich habe einiges verloren, aber das Schwert war mir im Großen und Ganzen am wichtigsten, weil das Knochenschwert wiederzukriegen, mit so einem Randschwert da reinzugehen, um das Knochenschwert wiederzukriegen oder eins zu kriegen. Ui, das ist eine eklige Angelegenheit. Deswegen bin ich ganz froh drum, dass das funktioniert. Es ist zwar nur ein Gegenstand, aber immerhin. Und ich habe es, glaube ich, letztes Mal auch erwähnt. Ich habe das früher nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe oder geschrieben habe. Ich glaube, ich habe einen Kommentar beantwortet. Ich hatte mal dieses, ich glaube, dieses Schwert aus der Wüste, das man mit einer prismatischen Schärpe kriegt. Und bin gestorben. Das Schwert war weg. Ich wusste nicht, dass man es wiederholen kann. Und das Schwert ist ja, glaube ich, eine einmalige Sache oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das Schwert weg. Das hat mich ein bisschen arg genervt. Deswegen bin ich ganz froh, dass man wenigstens eine Sache zurückholen kann. Ist schon mal nicht schlecht. Hier entsteht unser kleiner Fischteich. Bin ich auch ganz stolz drüber, dass wir den bald haben werden. Den kleinen Fischteich. Und dann habe ich mir überlegt, was wir in Angriff nehmen werden. Ups. Hey, du sollst den Pilz holen und nicht mit dem Schwert ernten. Einfach so ernten, bitte. Wir werden. Freundschaftstechnisch müssen wir noch nichts schenken. Da will ich auf jeden Fall ein zweites Herz, weil dann kriege ich, glaube ich, das Rezept für Tee oder für Teepflanzen. Wir müssen auf jeden Fall bei allen mal mit der Freundschaft ein bisschen zulegen irgendwann. Oder baldigst. Bei Lea bleiben wir auch dran. Die Gute haben wir bald auf 6 Herz. Ich wollte 6 Sterne sagen, genau. 6 Sterne Qualität, wie die Yu-Gi-Oh! Karte. Ja. Dann habe ich mir überlegt, ob wir, wenn ich genug Steine habe, mal den Hühnerstall bauen lassen. Einfach nur, damit der steht. Weil die Quest hier, da heißt es nur bauen Hühnerstall. Da steht nichts von wegen Huhn. Deswegen nur Hühnerstall. Dann müssen wir das mal in Angriff nehmen. Und dann ist noch die Party bald. Da habe ich das Zeug ja schon auf Seite hier. Die neuen Dinge. Wann ist das denn? Lass mich schon mal gucken. Ups. So nicht. Ja, am 16. Volksfest, genau. Da können wir uns so eine Sternenfallfrucht ergattern. Wenn es soweit ist, erzähle ich euch das. Da gibt es einen kleinen, feinen, schönen Trick dafür. Aber was machen wir jetzt? Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Hartholz. Der Weg hier ist auch mal fertig. Das sieht nicht schlecht aus im Großen und Ganzen. Hier werden wir dann wieder ein bisschen begrünen und vielleicht noch Bäume hinstellen, damit der Teich ein bisschen natürlich aussieht. Aber das hat noch Zeit. Jetzt gehen wir erst mal Hartholz holen. Ach, und ja, es ist Freitag und wir laufen eh hier hin. Wir gucken noch beim Händlerwagen vorbei hier, ob es was Schönes gibt. Sieht nicht so aus. Obwohl. Nee. Die Sammelvogel. Die hole ich mir, weil irgendwann brauchen wir alle. So, dann wäre das auch von der Liste gecrossed. Jetzt haben wir 2 von 8. 2 von 8 und dann gibt es, wenn man alle 8 hat, gibt es, glaube ich, noch einen Neunteilsbonus. Aber immerhin haben wir schon mal 2 von 8. 2 ist besser wie 1 und 1 ist besser wie 0. Von dem her sind wir gut dabei. Also, das ist so meine Ansichtsweise, damit die Sache einen positiven Nutzen fürs Gehirn hat. Ja, aber nee, also ganz ehrlich, wir machen schon ziemlich. Also, ich hätte behauptet, wir machen schon einen ziemlich guten Fortschritt. Dafür, dass ich gesagt habe, wir gehen da ganz lässig und gechillt rein und dran. Ja, also ich bin bis jetzt ganz zufrieden, wie es läuft. Außer die zweimal sterben in der Mine, das hätte ich mir sparen können, aber da steckst du nicht drin. Wenn es passiert, passiert es. Ich wäre ja vor vielen, vielen Folgen schon mal beinahe in der Mine abgekratzt. In der Mine, ja, ich habe da öfter Schwierigkeiten. Da einmal fast abgekratzt, zweimal ganz abgekratzt. Und zweimal kurz bevor wir die nächste Checkpoint-Ebene erreicht hätten, also eine 5er oder eine 0er-Ebene,
Ist mir zweimal die Zeit ausgegangen. Da wurde es 2 Uhr morgens und ich war dann raus aus der Mine. Das ist natürlich auch nicht geil. Aber ja, wenn es passiert, passiert. Steckst du nicht drin, kannst du nichts machen. Wenn du halt zu greedy bist und weiter pushen willst und die Sache sich dann zeitlich oder Lebenspunkte technisch gegen Null neigt, dann ist halt vorbei. Steckst du nicht drin. Wie sehen unsere Skills aus? Fischen 7. Hat sich das jetzt gerade erhöht oder war das gestern schon erhöht? Ich weiß es gerade gar nicht. Also beziehungsweise, ja doch, gestern halt im Nachtwechsel. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe es komplett vercheckt. Das war auf jeden Fall unsere kleine Hartholz-Sammeltour. Und dann könnten wir eigentlich jetzt noch ein paar Brombeeren hier mitnehmen. Und dann muss ich mal schauen, wie geht denn das noch mit dem Fass? Bekommt man das Fass für Sammeln? Sammeln 7 oder so? Ich weiß es gar nicht mehr, wo man das kriegt, das Fass. Weil ich würde dann bald mal meine Bäume anzapfen und mit dem Harzzeug von denen kann ich ja, glaube ich, die Fässer, also die Einmachgefäße und die Fässer machen. Und in den Fässern kann ich aus den Brombeeren, die ich hier die ganze Zeit sammle, ich habe ja schon einige auf Tasche, die findet man ja wie blöde, daraus kann ich Wein machen und dann fängt der Rubel richtig an zu rollen, ich sag's euch. Der rollt dann richtig hart. So, wo ist denn Mani? Mani, haben wir 2 Herzen, da brauchen wir eigentlich nicht mehr, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also irgendwann müssen wir, glaube ich, eh alle ganz oben haben. Ich weiß nicht genau. Könnte sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwas fürs Community Center? Hä? Wo habe ich denn jetzt die gefunden? Habe ich die gerade beim Holzhacken gefunden, oder was? Ja, lol. Verarsch mich noch nicht. Das heißt, da fehlt eventuell nur noch eine. Da gehen wir gerade schnell hin und gucken. Ich glaube, es gibt 4. Bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass es 4 Stück sind. Also 3 können schon mal nicht sein, weil wir haben schon die 4. gefunden. Das heißt, es müssen ja Minimum 4 sein. Guck mal hier, kannst du haben. Dann gucken wir mal, welche da rumliegen und gucken, welche uns fehlt. Weil die findet man alle anders. Also soweit ich weiß, hat jeder ein bisschen eine andere Anforderung. Das ist die 4. Die 1. Die 1. Achso, warte, ich stand falsch. 3, also 3, 4 und 1. Das heißt, Zwergenschriftrolle 2 ist auf jeden Fall nicht da. Die habe ich noch nicht. Und dann ist die Frage, ob es noch 5. gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die 2. hat man, glaube ich, findet man die nicht in der Mine. Gute Frage. Ach, achso, nee, warte mal, geht gar nicht. Hab Freundschaftsding schon, ne? Ja. Ja. Aber das müsste sich Samstag oder Sonntag resetten. Ja. Gut. Da muss ich mich drüber schlau machen mit der Schriftrolle auf jeden Fall. Jetzt laufen wir hier hoch und gucken, ob wir da oben noch irgendwo Brombeeren kriegen. Ich sag's euch, Leute, Landleben ist schon was Schönes. Bin zwar gerade nur am Kreuz und Quer durch die Stadt und um die Stadt rennen, aber schön ist es trotzdem. Rubin habe ich nicht. Hab ich nicht. Tut mir leid. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich heute noch einen kriege, deswegen weiß ich nicht, ob es sich lohnt, die Quest anzunehmen. Schauen wir hier auf jeden Fall mal, ob wir noch irgendwo Brombeerchen finden werden, können, tun, machen. Schaut auf jeden Fall mal nicht danach aus, aber hier oben eventuell noch. Und wenn ich schon hier bin, gucke ich gerade mal rein, was die Gute noch für den Hühnerstall will. Wenigstens steht das Ding da mal. Ist natürlich kein Schwanz daheim. Schöne Sache. Aber ich glaube, es sind 5000 und Steine auf jeden Fall, glaube ich. Oder Holz. Ne, ich glaube Steine. Ich glaube fast, dass es Steine sind. Naja. Wird sich zeigen. Community Center technisch muss ich auch nochmal kurz gucken. Nutzpflanzen Herbst, die Kürbisse wachsen. Wenn ich es nicht verwechselt habe, habe ich welche auf dem Feld. Wenn nicht, müssen wir da nochmal was nachdingsen. Das wird dann im Winter easy zu erledigen. Und der Nachtfisch, dazu muss es jetzt regnen. Fluss und Regen war es, glaube ich. Aber ich brauche erstmal einen Regentag. Ich hatte jetzt im Herbst, glaube ich, noch keinen, oder?
Weiß gerade gar nicht. Also, so, ja, klar, Robin kann nicht im Laden sein, wenn sie hier arbeitet. Ich bin so ein Spezi. Oh Mann, Leute. Ich bin so speziell. Habe ich überhaupt noch Bodenplatten? Oh ja, oh, da habe ich noch einige auf Lager. Das müssten Kürbisse sein, glaube ich. Und jetzt ist die Frage, die habe ich mir gerade gestellt, als ich bei Pierre vorbeigelatscht bin. Als ich da vorbeigelaufen bin, habe ich mir die Frage gestellt: Warum ist die Banane krumm? Und meine Antwort war: Ich weiß es nicht. Nee, ich habe mir die Frage gestellt: Soll ich bei Pierre noch einkaufen? Soll ich hier und hier noch Sprinkler hinstellen? Also 4 Stück. Ich glaube, gemacht habe ich sie eh schon, geplant ist es eh schon, oder? Ich glaube, ich hatte es geplant. Ja, hier sind sie doch. Mensch, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Jetzt bauen wir hier mal kurz. Zack, bumm. Hier auch. Das muss nicht alles so scheußlich aussehen, wie es ausschaut. So, zack, bumm. Dann legen wir hier schon mal das Layout fürs Feld. Einkaufen wird jetzt nichts mehr, oder? Nee, der hat gerade zugemacht. Auf jeden Fall hier ist dann einer. Zack. Und hier dann theoretisch der andere. Zack, bumm. Das hätten wir. Und in die andere Richtung, sobald die... Ich glaube immer noch, dass Kürbisse sind. Ich glaube fest daran, dass ich da Kürbisse gepflanzt habe. Ich weiß nicht, wie die aussehen beim Wachsen gerade. Ich bin verwirrt. Wenn die fertig sind, kommen hier die anderen 2 Sprinklers hin. Und vielleicht machen wir hier sogar nochmal 2 Sprinkler. Und dann wäre das so ein kleines Farm-Layout, das wir eh vielleicht doch mal stehen lassen. Ich weiß, ich habe mal gesagt, ich will nicht so viele von diesen Sprinklern, aber es ist halt doch schon eine immense Arbeitserleichterung. Eisen, Gold und Quarz. Es ist schon eine ziemliche Arbeitserleichterung, wenn man die Dinger doch baut. Und so teuer sind die jetzt auch wieder nicht. Ich meine, wenn wir mal Fässer haben und richtig Kohle verdienen, kann ich das ganze Erz auch nachkaufen bei Clint. Dann ist das alles gar kein Problem mehr. Von dem her sehe ich das jetzt mal nicht so kritisch. Das wird dann schon machbar sein. Jetzt ist nur schauen. Da wächst auch noch irgendwas. Ich glaube, das waren Blumen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Da wächst die komische, die wir für den Wald brauchen. Die braucht aber die ganze Season. Das heißt, die wächst bis zum 28. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Jetzt gehen wir ins Bett und morgen gehen wir dann zu Pierre einkaufen. So, gute Nacht. Ja, immerhin, da ging doch was, da ging doch was. Ja, die Pilzhöhle. Wenn man so Morcheln findet, kommt aus der Pilzhöhle auch gut was an Geld raus. Dafür, dass man nichts zahlen muss. Ich meine, der Typ kommt halt und sagt: Jo, ich will in der Höhle Pilz züchten oder Fledermäuse beobachten. Und dafür, dass man halt nichts zahlt, wirklich gar nichts, ist das schon eine ziemlich geile Sache. So, was haben wir? Ach, Feenrose. Okay. Feenrose. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, bei Pierre gekauft, ne? Ich habe gesagt, alles einmal, weil ich muss ja mindestens jeden Gegenstand einmal verschicken. Die lockt Feen an. Soll das eine Anspielung sein? Kann man mit dem Ding die Feen besser anlocken oder wie? Weil es gibt ja das Event, dass eine Fee kommt und deine Feldfrüchte automatisch, hilf mir, automatisch sofort fertig macht, glaube ich. Also da kommt dann nachts eine Zwischensequenz, da fliegt eine Fee über die Farm, macht Hex, Hex und dann sind am nächsten Tag die Pflanzen gewachsen. Ja, ich bin nicht in einem Delirium, das stimmt wirklich. Wer es noch nicht gehört hat. Das ist aber auch ein ziemlich seltenes Event. Ich glaube, ich habe das bis jetzt nur einmal selber erlebt. Oh Gott. Ja, das wird vertickt. Das behalten wir für den Wein. Es bringt anscheinend nichts, Silber, Gold oder Iridium-Qualitätszeug in die Fässer zu werfen. Da kommt anscheinend trotzdem der normale Wein raus, den man dann selber in diesen, später im Haus, in den Dingsfässern, in den Reifefässern auf Iridium-Qualität hochballern kann. Das heißt, alles über normaler Qualität kann ich eigentlich so verticken. Bringt mir nicht wirklich was für die Fässer. Also, soweit ich auf dem Stand bin, bringt mir das nichts für die Fässer. Ob das natürlich stimmt oder ob ich Nonsens von mir gebe, weiß ich jetzt so auch nicht. Wo stellen wir denn die jetzt hin? Stellen wir die erstmal zu anderen? Machen wir uns hier so eine kleine. Nee, geht ja gar nicht, da kommt das Feld hin. Hier könnte ich sie hinstellen.
Oder hier. Stellen wir sie mal erstmal hier hin. Zack. Muss ich dann nachher mal gucken, dass ich die richtig verteile und die normalen Vogelscheuchen kommen dann weg. So, ach, was haben wir denn hier? Da wächst Gras zwischen den Bäumen. Das habe ich gar nicht gern. So. Katze kriegt noch was für Wasser. Der geht's gut. Unser Teich ist fertig. Das heißt, wir müssen uns eigentlich einen Stör holen. Aber den, ich weiß gar nicht, gibt es den jetzt, den Stör? Nee, ich glaube, den gibt es erst im Winter wieder. Sie überlegen, der Stör war, glaube ich, Sommer und Winter. Ja gut, dann hätte ich gesagt, da gibt es jetzt erstmal keinen Stör, aber der Teich steht, das ist doch auch schon mal schön. Dann lassen wir den Teich mal so stehen und dann gehen wir zu Pierre. Aber hier machen wir noch das Layout fertig. Dann gehen wir zu Pierre, holen uns noch ein bisschen was zum Anbauen. Ach, jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich machen wollte. Ich wollte nicht den Hühnerstall, ich wollte was anderes noch bauen vor dem Hühnerstall. Das machen wir zuerst. Das Haus mit der Küche upgraden. Weil das braucht auch ein paar Tage. Wir brauchen zwar auch noch ein paar Tage, um Lea rumzukriegen, dass sie uns heiratet. Aber desto früher das Haus upgraded ist, desto einfacher wird es später, weil dann kann sie instant einziehen, wenn das Haus geupgradet ist. Deswegen, jetzt gehen wir zu Pierre und dann gehen wir bei Robin vorbei und gucken, was das Haus upgradet. Ich glaube, das waren 10.000. Aber das ist ja auch eine einmalige Sache. Dann wäre das vom Tisch. Gucke ich noch ganz kurz. Das ist noch nicht resettet. Ich glaube, das resettet sich am Sonntag. Sonntag oder Montag? Nee, ich glaube, Sonntag resettet sich das. Da ist auch wieder ein Anschlag. Eine invasive Krabben. Ah, das sind wieder 5 Krabben in der Mine. Ach man, Dimitrius. Ich glaube, Dimitrius, ne? Was der mir immer für Aufgaben gibt, der Typ, ey. Ja, was bauen wir an? Nochmal Aubergine. Die wächst von allein. Machen wir auf jeden Fall mal 16. Was können wir sonst noch anbauen? Soll ich nochmal Kürbisse mitnehmen, falls ich es komplett vercheckt habe mit den Kürbissen? Aber das müssten eigentlich Kürbisse sein. Was hat er denn sonst noch? Ah ja, genau. Apfelsetzling könnte ich auch mal brauchen. Aber noch nicht. Das hat noch Zeit. Der Katalog, ey. Eieiei. 30.000. 30.000. Will ich jetzt, ich weiß nicht, will ich komplett Aubergine anbauen? Eigentlich nicht. Ich könnte noch Senfkohl mitnehmen, der ist in 4 Tagen wieder fertig. Aber da wächst ja eh noch was. So kaufen wir erstmal nichts, dann behalten wir das Gold auf der Tasche und gucken, dass wir das Haus-Upgrade schnellstmöglich holen können. Jetzt schauen wir noch ganz kurz in die Mülleimer und in die, da unten ans Brett beim Bürgermeister. Ich weiß, das ist eklig. Aber du hast ja auch keinen so coolen Hut wie ich, wenn das klappt. Ich habe ja dann einen Mülltonnendeckel als Hut und du nicht, Bürgermeister. So, jetzt bringe ich den Kindern bei, wie man es macht. Guck mal hier, genau so geht das. Muss aufpassen. So muss ich es machen. So. Dann gehen wir heim. Einmal nach Hause bitte, aber schnell. Dann pflanzen wir das Zeug an. Und am 16. ist Party. Ich überlege gerade, ob ich jetzt, wo ich die Golddinge habe hier. Ich hätte eigentlich die Preise. Ich depp die Preiselbeere. Ich hätte alles austauschen können, damit ich dann alles irgendwie in Gold abgebe bei der Party. Ich kann es ja danach dann eh loswerden. Ja, jetzt ist eh schon zu spät. Hier machen wir noch kurz ein bisschen Ordnung am Straßenrand. Das braucht mir nicht reinwuchern, Mensch. Und dann wird wahrscheinlich eh der Hühnerstall irgendwo hier hinkommen. Oder weiter hier. Das Gras bleibt, da hole ich dann nur das Unkraut und die Steine raus. Das Gras lassen wir dann stehen für die Hühner. Da muss ich gucken, ob ich hier einen Zaun ziehen will oder nicht, weil wenn ich einen Zaun ziehe, habe ich das Unkraut, glaube ich, auch nicht mehr am Wegesrand. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das wird sich zeigen, wenn es soweit ist. Und auch erst dann, nicht früher. So, das hätten wir auch erledigt. Das wuchert, wächst und gedeiht alles sehr schön vor sich hin. Ja, komm, dann nehmen wir die Schnecke raus und packen den dazu. Ja, der Sprinkler muss da auch nicht sein, wo er ist. Es ist eigentlich fast alles Gold, außer das Gelee und die Weintraube. Das sieht nicht so schlecht aus. Dann kommt die noch in die Kiste.
Oh, oh nein. Jetzt sehe ich schon. Ja, ist egal. Egal. Was passiert eigentlich, wenn ich das in den Recycler pack? Geht nicht. Okay. Da schmeiß ich in die Kiste. Ja, dann gehen wir ins Bett, ne? Gehen wir ins Bett. Gehen wir ins Bettchen. Ne, wir wollten noch zu Robin. Ich wollte gucken, was das Haus upgrade. Ich glaube 10.000 und weiß nicht, wie viele Steine hat die offen. Die meisten Tagen, an den meisten Tagen geöffnet, okay. Ja, die hat einfach immer auf, nur halt an den Tagen, wo sie bei dir ausbaut, ist sie nicht da. Und wenn eine Veranstaltung stattfindet, irgendein Dorffest oder so, dann gibt sie sich auf dem Dorffest die Kante und hat keine Zeit für sowas. Ganz klarer Fall. Würde ich auch nicht anders machen. Als Schreiner. Ja. Ja, ich kenne mich da aus. Wir haben früher in der Mittagspause öfter an den Dorffesten gefrühstückt. Genau. Mittagessen war eigentlich immer... Ach du Heilige. Oh Gott. 450 Holz und 10.000 Gold. Ja, gute Nacht. Ne, wir haben früher sehr oft auf den Dorffesten Mittag gegessen, weil irgendwie jede Woche bei uns hier in der Gegend ist in einem anderen Dorf ein Fest. Und dann gab es montags immer das... Handwerkeressen, das ist eine sehr geile Sache. Das Handwerkeressen ist im Großen und Ganzen, kriegen die Handwerker da zum ermäßigten Preis, wenn sie in der Mittagspause kommen, kriegen sie ein Getränk, beziehungsweise ein Bier. Meistens war es ein Bier, wo man in der Arbeitszeit nicht trinken soll. Bekommt man ein Bier und was zu futtern. Das war da meistens ein Steak oder eine Currywurst mit Pommes. Aber hey, immerhin, ne? Ermäßigter Preis und ein warmes Mittagessen, das hat nicht jeder auf Arbeit. Vor allem nicht im Handwerk. Hat ja nicht jeder Handwerker eine Kantine hinten im Sprinter, im Transporter, ne? Das war schon eine geile Sache dann. Du warst halt jeden Montag auf einem anderen Dorffest und hast dick gefuttert in der Mittagspause. Da war die Pause auch manchmal vielleicht 5 Minuten länger, weil es war zu bequem, um wieder aufzustehen. Aber man weiß ja eh, dass die Handwerker teilweise nicht die allermotiviertesten sind in Deutschland. Aber hey, es ist, wie es ist, ne? So. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum ich das jetzt mache. Ah ja, ich wollte ein bisschen Lehm rauskratzen und so. Ah ja, guck an, das hat sich ja hart gelohnt, ne? Ach, jetzt aber. Machen wir die Reihe noch fertig und dann gehen wir eh nach Hause. Sieht doch schön aus, ne? Richtig schön. Aber hier oben noch. Wenn Robin rauskommt, denkt sie sich, was macht der Kerl denn von meiner Bude? Ey, der baut ja komplett um. Ist ja komplett wahnsinnig. Ich pflanze hier jetzt mein Getreide an. So. Und gute Nacht. Ich weiß immer noch nicht, für was ich den Lehm brauche, aber irgendwann brauche ich den. Glaube ich. Jo. Und wenn wir dann morgen aufwachen, dann werden wir Holz machen müssen. Und nicht wenig. 450 ist ein Wort. Dafür, dass ich so gut wie nichts rumliegen habe, glaube ich. Dann kann man schauen. Ja, ich muss noch mindestens 300 Holz wegballern. Das wird ein Spaß. Kommst auch noch da rein und dann gehen wir ins Bettchen. Gehen wir wieder ein bisschen früher ins Bett. So gegen 4:30 rum. Das passt doch schön. Gute Nacht, Leute. Ja, wieder ein bisschen Kohle gemacht. Ist so schön. Jeden Tag ein bisschen Geld. Fast jeden Tag. Ich glaube, bis jetzt hatte ich vielleicht 1 oder 2 Tage, wo kein Geld reinkam. Ich hatte auch schon Tage, da kam lächerlich wenig rein. Aber hey, immerhin kommt was rein, ne? So, zack, einmachen. Ah ja, guck an. Das waren doch die Kürbissen. Die Kürbissen, genau. Die Kürbisse. Hi. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Die Kürbissen sind gewachsen. Die schönen Kürbissen. Einen brauchen wir, ne? Ein Kürbis. Genau. Schön, schön. Das heißt, der Rest kann weg. Hä? Oh nein, habe ich nicht gegossen? Oder was ist da los? Wieso ist da nur eine Traube gewachsen? Oder habe ich die hängen lassen? Habe ich die Traube hängen lassen? Ich habe die Traube einfach hängen lassen, ey.
Die hat sich so auf mich verlassen, ich habe sie hängen lassen. Unglaublich. Was ist denn mit mir los? So. Ach, ich weiß, was wir machen. Blub. So. Jetzt pass mal auf, du. Das kommt dazu. Ah, da brauche ich zwei Stück. Oh Gott, tut mir sehr leid. Der Hals ist schon wieder... Der macht schon wieder richtig Faxen. Ich weiß nicht. Also, schlimm ist das. Gut, dann bauen wir gerade nochmal die anderen zwei Sprinkler. Bauen wir auch noch ein. Da sind die auch weg. Schauen wir mal. Wir brauchen, glaube ich, zwei Felder frei. Dann wäre der nächste Sprinkler... hier wäre der Sprinkler, ne? Ja, doch, hier wäre der Sprinkler, hier das Feld. Und hier, zack. Genau, schön. Jetzt hätte ich halt bei Pia doch einkaufen können. Habe ich nicht gemacht. Finde ich immer wieder sehr geil. Aber wir müssen ja eh in die Stadt, weil heute wurde resettet. Das heißt, wir müssen eh zu seiner Frau. Wir müssen uns ein bisschen bei Pias Frau einschleimen. Während er zuguckt, wie wir uns bei ihr einschleimen. Weil er ist hier im Laden. Wenn sie im Laden ist, kann ja sein, dass sie draußen unterwegs ist, dann kriegt das vielleicht nicht mit. Keine Ahnung. Jo, und dann gehen wir halt, kaufen wir uns noch. Die Katze randaliert da unten im Heu rum. Oder im Gras. Dann werden wir uns... Ich weiß nicht, holen wir uns Auberginen? Die Auberginen sind eigentlich schon ziemlich nice, ne? 4 Tage, bis die ausgewachsen sind. Das geht ruckzuck. Oder ich pflanze noch mal ein paar Kürbisse an hier. Die halten ja dann bis zum 27. oder so, werden die dann reif zum Pflücken und wegschicken. Ja, jetzt packen wir erstmal die anderen hier rein, die brauchen wir nicht mehr. Zack, zack. Den bringen wir ins Ding ins Kirchen und da holen wir uns hier noch 32 Saat. Ja, so machen wir das. Und dann müssen wir mit der Restenergie Holz machen. Da müssen wir echt dran gehen dann. Das heißt Restenergie. Wir futtern jetzt die Haselnuss. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Energie. Ja. Oh, das gab gut was. Das gab gut was an Energie. So, guten Morgen, Dorf. Seid ihr alle parat? Seid ihr alle am Start? Habt ihr alle Spaß? Ich nicht. So, wisst ihr Bescheid. Suche nach Brombeere. Werde den Einheitspreis bei Lieferung zahlen. Ja, ganz schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt eine Brombeere finden soll. Ich weiß es nicht. Das war schwer. War das Linus, gell? Linus. Die bringe ich dem auch gerade. Muss ja eh in die Richtung. Also fast. Das hätte ich gesagt. 32. Blub. Ja. Jetzt habe ich doch Auberginen gekauft. Ich hält. Naja, egal. Dann wachsen da jetzt doch Auberginen auf dem Feld. Also... Die Caroline da. Wo ist denn die unterwegs? Darf ich da rein? Da ist sie. Darf ich da rein? Darf ich nicht? Ach nö. Kommt die raus auch oder nicht? Das wird jetzt ein Spaß. Da ist wieder der komische Sektenschrein. Und da ist das Ding. Genau. Caroline lässt nur ihre Freunde hier rein. Da hat die ihren Secret-Tee-Vorrat, ihren Kratom-Tee. Ne? Was haben wir hier? Übervoll mit frischem Gemüse. Ja, geile Sache. So, kommst du jetzt raus, gute Frau? Ich möchte mit ihnen reden. Ich möchte ihnen eine Blume schenken. Ach, der George, der fährt hier auch einfach im Rollstuhl rein, okay. Ach. Darf ich jetzt rein? Ach, nee. Schade, Versuch was wert. Reden die jetzt erst miteinander oder was? Dachte, die kommt doch bald raus. Nee, toll. Klasse. Wer ist das? Die Jodie. Caroline und ich sind gute Freunde, ich erzähle dir alles. Ja, ich bin mir immer noch unschuldig, soll ich Caroline oder Caroline sagen, weil... Eigentlich sind das ja alles englische Namen. Ich sage jetzt zu ihm eigentlich auch George und nicht Georg. Der ist auch so, der gehört auch zur Sekte. Oh Gott, oh Gott. Was ist das für eine komische Jehova-Sekte? Das halbe Dorf gehört dazu. So, kommt die jetzt bitte mal raus hier. Hallo. Ich stehe vor deiner Tür, darf ich wenigstens reinkommen. Hallo. Ja, ich weiß, dass ich da nicht rein darf. Ach Mann. Ach Mensch. Ach.
Leute, komm jetzt mal raus da. Immer noch nicht. Es ist 12, die bewegen sich nicht. Wie lange reden die schon miteinander? Die stehen einfach nur da, gucken sichtlich aneinander vorbei. So, ihr Blick geht da entlang Richtung Blume. Sie guckt auf den Bettpfosten. Da, sie hat den Mund offen, so wie es aussieht. So reden die miteinander. Hallo. Wenn ich jetzt gehe, kommt sie sicher raus. Menschenskinder. Das gibt's doch nicht. Ich muss noch zum Linus, bevor der wieder über alle Berge ist. Ich weiß nicht, wo der immer rumeiert, der Typ. Die kommt immer noch nicht raus. Ach, Mensch. Ah! Da ist Bewegung. Movement. Lass mich mal durch hier. Was soll ich heute tun? Ich denke darüber nach, meine Haare wieder zu färben. Was meinst du? Wie wäre es mit einem krassen Pink? Ich mag deine Haare so, wie sie sind. Warum nicht blond? Färb sie schwarz. Eine etwas offensichtliche Wahl, nicht? Ja, meine sind auch schwarz. Auf jeden Fall dunkelbraun. So wie meine Haare auch. Extrem dunkelbraun. Jetzt, na endlich. Ging ja lang genug. Überfall. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ja, na klar. Natürlich. Wo ist sie? Ja gut, das nächste Geschenk muss es dann rausreißen, hoffe ich. Sonst muss ich wieder eine ganze Woche drauf warten. Vielleicht muss ich auch länger drauf warten. Ich bin mir nicht sicher, ob es 2 Herzen oder 4 waren. Aber normalerweise triggert man das Zeug bei 2 Herzen. Glaube ich. Ich hoffe es. Jetzt gehen wir noch den Kürbis ab. Ich weiß gar nicht, was kriegen wir denn da? Was kriegen wir denn da? Ich muss erstmal gucken, ob ich richtig gelaufen bin. Bin ich. Och, ist das schön. So langsam kriege ich es hin. Sagt er jetzt noch. Sodele. Ach ja, guck mal an. Ja, gute Sache. Schöne Sache. Dann müssen wir da wohl auch keins bauen. Vorerst. Linus. Zum Linus müssen wir. Boah, die letzten paar Tage, ich sag's euch. Oh, es ist so eine Hitze. Ist das eine Hitze? Ich bin so matsch in der Birne. So matsch in der Birne. Wahrscheinlich schlägt mir das auch noch auf die Stimme. Deswegen ist der Hals so kratzig, weil... Oh, da ist er. Ach, die Brombeere war es, ne? Hey, Brombeere, genau das, was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Ich hätte die auch umsonst gebracht. 3 Herzen. Yo, Linus holt leer noch ein. Nehme ich Linus halt als Mann. So. Nee, es geht eh nicht, ne? Nee, geht nicht. Nur bei denen ledig steht. Ja,